Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du hergefunden hast, und heute reden wir wieder einmal über den ersten FC Köln, denn der hat eine neue Verpflichtung bekannt gegeben. Und es ist keine Überraschung, dass es sich hierbei um einen Innenverteidiger handelt, nämlich um den deutschen Julien Jabot. Der 23-Jährige kommt vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua und wurde zuvor in Deutschland ausgebildet und wechselt jetzt zum 1. FC Köln für eine Leihe bis zum Saisonende mit einer Kaufoption, falls das Leistungspaket bei Jabot passen wird. Ich habe schon mal ein Video über die Situation bei Köln gemacht und auch über Julien Jabot, über den Abgang von Jorge Meret, falls ihr daran Interesse habt und falls ihr noch etwas detailliertere Auflistungen zu diesem Spieler haben wollt, gerne mal das Video auschecken, ich werde es euch verlinken. Aber was kann man jetzt mal so oberflächlich von diesem Spieler mitnehmen? Julien Jabot ist 1,95 groß, gelernter Innenverteidiger, also ein richtiger Koloss in der Innenverteidigung, mit seiner Größe natürlich extrem präsent, auch im Strafraum bei Kopfbällen, auch immer wieder zur Stelle logischerweise. Er hat einen Marktwert von 2,8 Millionen Euro, er hat auch mal für die deutsche U21 Nationalmannschaft gespielt und hat in der aktuellen Serie A Saison für Sampdoria 11 Spiele gemacht und 5 gelbe Karten kassiert. Jabot kommt aus der Jugend von Frankfurt und ist dann in die Jugendabteilung von RB Leipzig übergegangen. Von dort aus machte er den Sprung dann nach Holland, wo er unter anderem für Sparta Rotterdam spielte, für den FC Groningen und dann vom FC Groningen Richtung Italien wechselte zu Sampdoria Genua für eine recht gute Ablösesumme von 3,7 Millionen Euro, also auch mit hohen Erwartungen natürlich gesetzt. Bei Sampdoria kam er dann aber spärlich zum Einsatz, deswegen bekam er mal eine Leihe zu Spezia Calcio, einem anderen italienischen Erstligisten, und jetzt in dieser Saison hat er sich so mehr oder weniger zum Stammspieler bei Sampdoria Genua entwickelt. Ich habe seinen Karriereweg in meinem letzten Video auch sehr mit dem von Robin Gosens verglichen. Auch wenn sie unterschiedliche Positionen besetzen, haben sie beide den Weg schlussendlich über Holland genommen und sind dann nach Italien gekommen und hat für beide sehr gut funktioniert, denn beide sind bei ihren Vereinen respektive Stammspieler und somit ist dieser Umweg über Holland hat sich der auch ausgezahlt. Kommen wir zum Finanziellen, also das Gesamtpaket laut der Bild-Zeitung für Jabot soll um die 2,8 Millionen Euro betragen, also 300.000 Euro Leihgebühr nur für die Leihe und dann, wenn Köln diesen Spieler kaufen möchte, 2,5 Millionen Euro Kaufpflicht, je nachdem wie er überzeugen wird. Köln hatte ja extrem Bedarf an neuen Innenverteidigern, denn man hatte nur mit Luca Kilian und Timo Hubers zugegebenermaßen zwei sehr talentierte Innenverteidiger, aber nur zwei in dem Sinne und natürlich zu wenig für die Rückrunde. Jetzt hat man sich mal grundsätzlich für Jabot entschieden, der auf jeden Fall zumindest das dritte Innenverteidigerglied werden wird und natürlich auch etwas Konkurrenzkampf reinbringen wird. Ich denke aber trotzdem, dass Köln hier noch ein oder zwei Spieler vielleicht verpflichten wird oder ausleihen wird, um eben dieses Innenverteidigerproblem zu lösen. Was ist eure Meinung zu diesem Deal? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Habt ihr mal schon was von dem Spieler gehört oder ist das das erste Mal, dass ihr von ihm hört? Gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Gerne auch das Video bewerten und den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.